Anders als man vermuten könnte, sitzt man nicht in seiner stillen, einsamen Kammer und sitzt den ganzen Tag nur am Rechner und pflegt Daten ein. Das ist schon sehr serviceorientiert, sehr viel Kundenkontakt auch. In einem unserer letzten Videos erklärt Justin van den Dorp, welche Aufgaben sie als Data Steward erfüllt. Das Video haben wir hier nochmal in der Infobox verlinkt. Schauen Sie gerne rein. Und heute sprechen wir mit Julia Fürst. Auch sie ist Data Steward und ihre Aufgaben erscheinen uns besonders typisch. Wir tauchen also tief in den Arbeitsalltag eines Data Stewards ein. Hallo Julia, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Elke, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Die Einsatzbereiche von Data Stewards sind ebenso facettenreich wie die Aufgabengebiete. Deswegen wollen wir mal ganz tief in die Praxis eintauchen. Erzähl mal, was machst du genau als Data Steward? Also als Data Steward ist meine erste Hauptaufgabe, Forschende dabei zu betreuen, ihre Forschungsdaten in unser Datenportal einzutragen. Das beginnt mit dem Erstkontakt. Manchmal stellen wir den Kontakt her, manchmal kommen Forschende auf uns zu. Das macht es dann ein bisschen einfacher. Diesen ganzen Prozess begleite ich dann, stelle ihnen die Services vor und sammle auch beim Eintragen der Daten Feedback ein, was ich dann wieder zurück an die entsprechenden Stellen bei uns füttere. Das ist zum Beispiel die IT, die Nutzerfeedback dann einbaut, um die Services zu verbessern. Oder auch zum Beispiel die Metadatengruppe, wenn sich beim Eintragen herausstellt, dass einige Definitionen der Felder der Eingabemaske nicht ganz deutlich sein sollten. Genau. Und wer sind jetzt deine Kundinnen genau? Ja, Forschende aller Art. Also das können große Studienprojekte sein, wo wir mit den Datenmanagern oder auch manchmal mit den PIs, also mit den Erstellenden der Studie, Kontakt haben. Und die kommen auf uns zu oder wir kommen auf sie zu und bitten sie, dass sie ihre Daten mit uns teilen. Und mit diesen Leuten habe ich dann direkt Kontakt. Und was ist so der Auslösepunkt, dass sie auf dich zukommen? Das ist bisher nur einmal vorgekommen und da wurden wir empfohlen als Datenportal. Mhm. Da sind die auf uns zugekommen. Häufiger ist es so, dass wir die Studiendaten online finden. Die sind dann zum Beispiel schon verfügbar. Und wir schreiben die Leute gezielt an und fragen, ob sie die bei uns ins Datenportal eintragen möchten. Und verkaufen ihnen das dann natürlich gut, um ihnen zu sagen, warum es für sie Vorteile bringt, bei uns die Daten einzutragen. Zum Beispiel, um die Auffindbarkeit zu erhöhen. Oder neben den Metadaten können bei uns ja auch Studiendokumente eingetragen werden und auch veröffentlicht werden. Und für die kann man eben auch noch einen DOI bekommen, also einen Digital Object Identifier. Das ist natürlich für Forschende immer interessant, wenn sie dann noch eine zusätzliche Publikation haben. Genau, es geht um die langfristige Verfügbarkeit von Forschungsdaten. Genau, das ist das Ziel, ne? Genau, nachhaltig und langfristig. Nachhaltig und langfristig, genau. Schöne Schlagworte, aber es entspricht ja der Wahrheit, genau, wie es jetzt ist. Genau, so ist es, ja. Und welche Kompetenzen muss man jetzt als Data Steward mitbringen? Also was hast du zum Beispiel studiert? Ich habe Informationswissenschaft studiert. Für die Leute, die das nicht kennen, das kann man eigentlich sagen, das ist digitales Bibliothekswesen. Also viel Umgang mit Forschungsdaten, wie man Daten wieder auffindbar macht, wie man die katalogisiert, um sie auffindbar zu machen. Und das ist für diesen Beruf auch eine sehr gute Grundlage. Mhm. Dann braucht man sicherlich auch noch einige Soft Skills, die man vielleicht im Studium nicht gelernt hat, um einfach den Umgang mit den Kunden, sage ich mal, um das relativ charmant über die Bühne zu bringen und die davon zu überzeugen, dass sie ihre Daten mit uns teilen. Jetzt wird es spannend. Also was sind die Soft Skills, die du brauchst als Data Steward, also das, was du an der Uni nicht gelernt hast? Ich würde generell sagen, den Kundenkontakt. Mhm. An der Uni hat man ja doch viel mit Peers zu tun, also mit Leuten, die das Gleiche machen wie ich. Und jetzt kommen die ja aus ganz anderen Bereichen. Mhm. Zu denen muss man so ein bisschen Zugang finden. Man muss bereit sein, sich zusätzliches Wissen anzueignen. Bei mir zum Beispiel jetzt Bereich ist ja Public Health, also Medizin, epidemiologische Forschung, sowas. Und ja, dass man einfach auch lernt einzuschätzen, wann kann ich selber mich um ein Problem kümmern und wann muss ich es an entsprechende Stellen weitergeben. Also unsere IT ist ja sehr gut ausgelastet mit dem Datenportal. Wenn ich jetzt mit jedem Problem mich an die IT direkt wende, dann werden die sich wahrscheinlich irgendwann bei mir beschweren. Das heißt, da muss ich einfach lernen einzuschätzen, bin ich gerade kompetent genug, mich da selber drum zu kümmern und was gebe ich an die IT zurück, wo müssen die wirklich sich dann einschalten. Okay, also das heißt, du springst auch teilweise in die Lücke von Aufgaben, die die IT übernehmen könnte. Also du bist so eine Zwischenstation zwischen IT und genau, der Forschung. So eine Schnittstelle. Und deswegen ist es auch ganz gut, wenn man selber zumindest so Basisprogrammierkenntnisse hat, dass man so ein bisschen versteht, was steckt da für ein Algorithmus hinter. Genau. Also das heißt, technische Kenntnisse sind
durchaus schon von Vorteil. Absolut. Und natürlich Kenntnisse über Forschungsdaten. Mhm. Es gibt ja beim Data Steward verschiedene Bereiche. Man kann ja einmal auf Seite der Forschung stehen. Das heißt, da wäre man dann fachspezifisch für den Bereich Epidemiologie. Mhm. Und wir sind ja eher die Infrastrukturseite hier. Das heißt, wir kümmern uns ja um die gesamte Forschungsdateninfrastruktur. Genau. Mhm. Aber ich verstehe das so richtig, du brauchst auch einen sehr hohen Serviceanteil in dir, um das leisten zu können. Auf jeden Fall. Also wer gar keinen Kontakt mit anderen Menschen haben möchte, für den ist der Beruf wahrscheinlich nichts. Anders als man vermuten könnte, sitzt man nicht in seiner stillen, einsamen Kammer und sitzt den ganzen Tag nur am Rechner und pflegt Daten ein. Das ist schon sehr serviceorientiert, sehr viel Kundenkontakt auch. Also du brauchst hohe Kommunikationskompetenz. Genau. Mhm. Ja, und zwar sowohl in virtuellen Meetings zum Beispiel, wenn ich die Eingabemaske vorstelle, als auch schriftlich natürlich. Mhm. Und wo sind jetzt die Herausforderungen drin? Was macht manchmal auch die Schwierigkeit des Berufs aus? Wir wollen ja ehrlich bleiben bei dem, was wir hier drüber erzählen. Es kann manchmal natürlich schwierig sein, wenn man die Eingabemaske einem Forschenden vorgestellt hat und es trotzdem vermehrt wieder zu Problemen bei der Eingabe kommt. Da muss man natürlich schauen, liegt das an unserem System? Ein fünftes, ein sechstes Mal vielleicht beantworten und ja, geduldig sein, höflich bleiben und einfach schauen, dass man das, dass man dem Forschenden die Hilfsmittel an die Hand gibt, die er braucht. Manchmal muss man auch Zeiten überbrücken. Also gerade wenn ich ein Problem an die IT weiterleite, kann ich ja nicht von denen verlangen, dass die innerhalb von 10 Minuten mir die Antwort liefern, auch wenn der Forschende die natürlich gerne hätte. Das heißt, da muss ich auch, ja, diplomatisch schreiben und darauf hinweisen, dass es etwas länger dauern kann und diese Zeiten quasi überbrücken. Also Diplomatie und Geduld, wichtige Kernkompetenzen. Genau, okay. Ja, das kann man so sagen. Und gibt es sowas wie einen typischen Arbeitsalltag eines Data Stewards? Einen typischen Alltag zum Glück nicht. Also ich sage zum Glück, weil es für mich auch interessant ist, in diesem Bereich zu arbeiten, weil es eben sehr abwechslungsreich ist. Es gibt Aufgaben, die es immer wieder gibt. Das ist natürlich einmal der Kundenkontakt, der ist jeden Tag. Dann hat man sicherlich häufiger auch mal Meetings, wo man sich mit anderen Gruppen abstimmt, zum Beispiel mit der IT. Und häufig ist es auch so, dass man selber die Services, die man verkauft, testet. Denn wir wollen das ja an den Mann bringen oder an die Frau. Und deswegen müssen wir uns natürlich sehr gut mit den Services auskennen. Und wenn wir so interne Tests vorher machen, können wir einige Fehler eigentlich schon beheben, bevor das Produkt an den Kunden geht, sage ich mal. Und das ist eben auch eine schöne Aufgabe, wenn man dann die Eingabemaske mal testen darf. Genau. Häufig sind auch Tagungs- oder Konferenzbesuche ein Thema, dass man ja, auf Tagungen einfach diese Services vorstellt oder auch ein Tutorial gibt. Wir haben letztes Jahr in Greifswald auf der DGEPI ein Tutorial gegeben, wo wir vor Ort mit den Forschenden und Interessierten geübt haben, wie sie diese Daten bei uns einpflegen können. Genau. Das heißt also auch die Offenheit, nach draußen zu gehen, sich zu zeigen und da eben das Projekt Data Steward oder das jeweilige Aufgabengebiet vorzustellen, ist einfach auch eine Fähigkeit, die man haben sollte. Genau, entweder sollte man die mitbringen oder wenn man es eben nicht von Natur aus hat, dann sollte man sich das vielleicht aneignen. Also ich glaube, das wäre gut. Also man selber ist ja als Data Steward auch immer so ein bisschen das Aushängeschild. Ja. Diese Services, die IT hat ja gar nicht diesen Kontakt mit den Forschenden, die wir haben. Und da ist es schon wichtig, dass man kompetent vorne steht, dass man vielleicht auch gerne vor Leuten spricht. Genau. Und wann merkst du, dass du einen guten Job gemacht hast? Wenn ich positives Feedback bekomme von Forschenden zum Beispiel, dass die sich bedanken, dass trotz der vielen Mails, in denen ich Anmerkungen hatte, was bitte noch an den Daten geändert werden soll, bevor sie hochgeladen werden, wenn sie sagen, ja, ihre Anmerkungen waren alle hilfreich und es hat Spaß gemacht und ich bin froh, jetzt meine Daten bei Ihnen, meine Metadaten bei Ihnen veröffentlicht zu sehen. Das schließt, da komme ich auf die Frage, wie sähe die Welt der Forschenden ohne Data Stewards aus inzwischen? Also ich könnte mir das jetzt gar nicht mehr vorstellen. Ginge das noch? Gehen würde es wahrscheinlich schon, aber es wäre deutlich schwieriger, denke ich. Also man müsste sich als Forschender wahrscheinlich viel intensiver mit den Services auseinandersetzen, als man das jetzt tun muss, weil wir diese Vorarbeit ja machen. Wir alles wissen, was sie brauchen, versuchen wir ja, ihnen möglichst kompakt in 30 bis 60 Minuten zu vermitteln. Und mit Rückfragen und Problemen können sie immer zu uns kommen. Und das wären eigentlich Sachen, um die sie sich sonst selbst kümmern müssten. Und in Metadatenbeschäftigung ist nicht gerade ihr Hauptthema, was Sie... Nein, das finden die meisten auch nicht furchtbar interessant. Deswegen ist das ganz gut, dass es da so Fachleute wie uns gibt, die sich mit den trockenen Grundlagen auseinandersetzen und dann das, was Spaß macht, nach außen tragen. Würdest du denn Werbung für den Job als Data Steward machen?
Ich würde auf jeden Fall für den Job Werbung machen wollen. Sicherlich ist das auch immer abhängig vom Einzelnen, welche Qualifikationen man mitbringt. Wie gesagt, wenn jemand sagt, Kundenkontakt ist gar nicht seins, wenn jemand sehr ungeduldig ist, würde ich es eventuell auch nicht empfehlen. Oder daran appellieren, sich ein bisschen in Geduld zu üben vielleicht. Also da gibt es schon immer mal Wartezeiten, weil man da auf eine Rückmeldung wartet. Und da muss man selbst ruhig bleiben und diese Zeiten überbrücken und diesen Stress oder diesen Druck eben nicht weitergeben. Wenn man sagt, das möchte ich nicht, dann nicht. Generell ist das aber ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Man hat viele Kontakte mit sehr vielen interessanten Leuten. Man hat viele Möglichkeiten oder man muss eigentlich auch sich selbstständig auch weiterbilden. Dann kommen Fragen, die man nie antizipiert hätte. Dann muss man auch mal überlegen. Also jemand, der wachsen möchte, regelmäßig sein Wissen auffrischen und erweitern möchte, Spaß im Umgang mit Kunden hat und auch eine sorgfältige Arbeitsweise an den Tag legt, der hat da sicherlich sehr viel Spaß in dem Job. Das ist eine hervorragende Zusammenfassung. Ganz herzlichen Dank. Also dann wollen wir doch mal wirklich Werbung machen für die Jobs als Data Stewards. Das ist der neue zukunftsgerichtete Beruf in dieser Branche, die es unbedingt weiter braucht. Und bleiben Sie neugierig, bleiben Sie offen. Vielen Dank.